Glaubenslicht. Hören Sie das? Die Vögel singen. Wenn man in dieser Zeit in den Garten geht oder in die Flur hinaus, dann hört man es überall singen und jubilieren. Wenn man bei offenem Fenster schläft, dann wird man manchmal schon früh am Tag geweckt, weil draußen vor dem Fenster ein großes Vogelkonzert stattfindet. Alle Vögel sind schon da, haben wir gerade gehört. Ein Lied, das der Dichter August Hermann Hoffmann von Fallersleben vor 200 Jahren gedichtet hat und das seitdem ein Schatz unserer Kinderlieder ist. Alle Vögel sind schon da, heißt es in der ersten Strophe und dann in der letzten Strophe. Wir auch wollen lustig sein, lustig wie die Vögelein, hier und dort fällt aus, fällt ein, singen, springen, scherzen. Wenn man morgens die Vögel vorm Fenster singen hört, wenn man im Garten sitzt und einfach mal zuhört, wie sie singen, dann kann man fast nicht anders, man wird fröhlich gestimmt. Und das sogar dann, wenn einem ein anstrengender Tag bevorsteht, wenn man gerade Sorgen hat, wenn man die Vögel singen hört, dann hebt es zumindest ein bisschen die Stimmung. Der Dichter von Fallersleben, der schreibt, wir auch wollen lustig sein. Ein fröhlicher Rat aus einem Kinderlied und manchmal gar nicht so einfach zu befolgen. Auch wenn wir die Vögel munter singen hören, dann haben wir doch unser Leben zu bewältigen mit allem, was uns sorgt und bekümmert. Wie können wir da immer lustig sein wie die Vögelein? Und doch denke ich, dass da was Wahres dran ist. Wenn man die Vögel singen hört, dann schlägt einem das Herz ein bisschen leichter. Wenn man die Vögel singen hört, dann werden wir daran erinnert, was auch in der Bibel geschrieben steht im Matthäusevangelium. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und unser himmlischer Vater ernährt sie doch. Die Vögel, die hören wir eigentlich immer nur singen. Die hören wir kaum klagen. Manchmal zanken und keifen vielleicht, aber klagen eigentlich nicht. Der Gesang der Vögel, der hat immer etwas Fröhliches an sich. Und auch wenn wir natürlich sehen müssen, dass wir unser Auskommen haben, dass wir unsere Familien ernähren, dass wir ein Dach überm Kopf haben, so ist doch eine Wahrheit darin, sorgt euch nicht, euer himmlischer Vater ernährt euch doch. Dieses Bibelwort will uns nicht sagen, dass wir uns gar nicht mehr kümmern müssen, sondern es erinnert uns daran, dass wir uns ein kleines bisschen an den Vögeln orientieren sollen. Dass wir darauf vertrauen, dass wir versorgt werden, dass wir das Nötige finden zum Essen, dass das Wesentliche uns schon gegeben werden wird, dass wir darauf vertrauen, dass wir einen Schöpfer haben, der seine Hand über uns hält. Und wer das verinnerlicht, die Vögel, sie werden versorgt, die Lilien auf dem Felde, sie gedeihen. Und wir sind auch Kinder des himmlischen Schöpfers, der auf uns achtet. Das lässt uns in manchem, was uns schwer ist, das Herz ein bisschen leichter sein. Das lässt uns zuversichtlicher auf das Leben blicken, als wenn wir immer nur in den eigenen Sorgen verharren und um sie kreisen. Insofern lassen wir uns das Herz aufgehen, wenn wir jetzt in der Natur unterwegs sind, wenn wir die Vögel hören, wenn wir die Blumen stehen sehen und erinnern wir uns daran, dass es einen Schöpfer gibt, der alles in seiner Hand hält, der uns mit seinem Segen immer wieder begleitet. Dass Sie das nicht vergessen, das wünsche ich Ihnen. Amen. Alle Vögel sind schon.